Die gräbt sich ein, ne? Merkst du das? Die gräbt sich in den Sand ein. Wahnsinn. Das mal zu beobachten ist nicht schlecht. Mal sehen, ob die verschwindet, ob ich das sehen kann. Doch, guck, guck. Ich will nur sehen, ob die es packt, komplett reinzugehen. Jetzt weißt du, wo die Schnecken sind, wenn du sie suchst. Da. Schon zur Hälfte drin, ne? Verschwindet die komplett, das will ich gern. Das würde ich gern beobachten. Jetzt schon guckt, schaut noch ein Drittel raus. Drei Minuten Video, aber ja, wollte ich das erste Mal, dass ich es beobachten kann. Dann schaut man die Spitze jetzt. Ja. Das ist die Erde. Ja, die schauen bis da wahrscheinlich. Sieh dir das an. Mann, das ist ein langes Video. Wahrscheinlich auch langweilig, aber das ist manchmal Tage, wo du sagst, wo sind denn die ganzen Schnecken? Ach du meine Güte, ich meine, jetzt ist die Kamera auf Großmodus, ne? Die siehst du fast gar nicht. Ich mach mal wieder normal, das ist 4,7. 1. Von der Schnecke siehst du nur ein Bruchteil. Nix, ich guck mir an, wie die sich in den Bodengrund eingräbt. Ist faszinierend.
Ach du meine Güte. Daniele Ganser hinten hat die Schnecke Angst, weil das ist keine Friedensschnecke. Fünf Minuten 29, 5 Minuten 33. Man sieht, dass sie ja fast komplett verschwunden ist. Das ist interessant. Guck das an. Da ist ja fast nichts mehr zu sehen, ne? Guck, 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 guck. Da sieht man fast gar nichts mehr von der Schnecke, siehst du das? Wenn du ehrlich bist, wenn man jetzt wieder auf normal sieht man nur einen Bruchteil, ne? Jetzt ist sie praktisch unter der Sandschicht, kann man sagen. Mit dem normalen Auge kannst du jetzt suchen. Wo ist die? Nicht mehr zu sehen, oder? Da ist sie. Aber da muss man wirklich ranzoomen, da, und dann mit dem normalen Auge sieht man die nicht mehr. Ich gehe mit dem Finger dran, normalerweise. Das sieht man nicht mehr. Richtig perfekt getarnt, ne? Sieht aus wie so, wie die Steine daneben, ne? Sehen die? Wahnsinn. Begeisternd.